Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Dungeon Siege. Diese Folge hoffentlich mit mehr Elan und mehr Stimme. Ich bin zwar immer noch genauso müde wie am Ende der letzten Folge. Allerdings hoffe ich, dass ich diesmal besser mache. Ich muss erstmal gucken. Hochala. Gucken, woher ich kam, wohin ich muss. Wahrscheinlich muss ich dahin. Ich gucke aber erstmal kurz hier hin. Items hatten wir letzte Folge grob sortiert. Gucken wir auch mal weiter hier. Hier kamen wir, oder? Kann es sein? Kann es sein, dass... Ja, scheinbar. Also irgendwie bin ich echt so ein Orientierungstoastbrot. Das ist wie im echten Leben. Da kriege ich das auch nicht hin. Mal irgendwie einmal den rechten Weg zu finden hier. Genau, da haben wir was geprügelt und hier kann ich jetzt hoch. Gut, dann gehe ich jetzt hier hoch. Und prügel weiter, genau. So gehört sie dann nämlich. Und jetzt gibt's erstmal eine auf den Kopf. So. Nochmal richtig in den Druckzimmer. Zack. Der ist auch weg. Und die fliegen hier auch alle weg. Wieder mal. So, jetzt hier rüber über die Brücke. Was steht hier Schönes? Hier sind Schilder. Der Dunkelwald. Eine tolle Wurst. Das hört sich ja sehr, sehr vielversprechend an. Könnt ihr mal bitte aufhören, Hubert anzugreifen? Das ist überhaupt nicht nett. Heilt den Hubert. Also heil du den Hubert, weil der andere, der muss ein bisschen Schaden machen, dann ist das immer noch. Brissel, brissel, brissel. Du kannst schön hier hochlaufen, nur alles Mistviech. Ich lauf dir da nicht hinterher. Zack, 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 zack. So, heil ihn nochmal gerade. Heil ihn ruhig nochmal gerade. Gehen ja scheinbar gerade alle auf ihn drauf, von daher kannst du ruhig weiter dabei bleiben mit dem Heil. Nicht so verkehrt. Oh, was mache ich denn hier? Ich wundere mich gerade, warum hier mein Tongraph so ausschlägt. Ich sehe ja hier auch meinen anderen Bildschirm. Bei meinem anderen Rechner. Was macht der denn da hinten? Der ist doch des Todes. Da sehe ich, wie die ganze Zeit meine Stimme hin und her schwankt hier. So, Mann, 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 dieser Zwerg. Der bringt mich noch um. Oder sich selber. So, macht das weg. Was ist das? Lora hat an Geschwindigkeit. Genau. Geschicklichkeit, meine Güte. So, einmal ein Trinken. Trinken, 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 trinken. So. Weg. Weg, 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 weg. Das sind immer noch welche hier am Rumlaufen. Das gibt's echt nicht. So, das hin. Das hin. Und weg damit. Heilen und gutes hat. Okay, dann liegt da hinten aber noch Zeug. Zeug. So, okay. Das ist doch schon mal was. Ja, weiter. Da liegt noch Gold. Gold. Also das ist das Schild. Der Dunkelwald. Dunkelwald, Dunkelwald. Ich glaube, da kann ich mich noch dran erinnern. Das ist aber wirklich eines der letzten Sachen, die ich noch aus dem ich meine, gut, das ist ja auch Singleplayer hier. Aber wo ich alleine gespielt habe, noch dran erinnern kann. Ich meine, da hätten wir eine Chance, auf ein Lager zu treffen, wo es auch nochmal andere Kübels gibt zum Mitnehmen. Und da habe ich vielleicht sogar einen, den ich auch mitnehmen wollen würde, wenn es da ist, wo ich denke. Das wäre auf jeden Fall auch ein guter Ort, um hier die unnötigen Leute mal loszuwerden. Ich weiß ja nicht, ob es generell einen guten Ort gibt, um die Leute loszuwerden, weil schlussendlich darf man ja eh nicht mal wieder zurück. Trink mal was. So. So, ich mach den mal weg. Und diese Britzelbubis hier, ne? Die sind ja ganz schön hartnäckig. Die Britzelheinsels. Ja, tut ruhig was, Feuergeld. Dass ihr nicht kriegt. Schön. So. Na, ja, das passt doch alles hier ganz gut. Oh, da werden schon Großschwerter fallen gelassen. Großschwerter hatten wir ja noch gar nicht, ne? Da muss ich gleich mal gucken, ob der Ruhe das vielleicht sogar ganz cool findet. Das Maultier?
Warum Maultier? Wo ist das Maultier? Wo ist das Maultier? Wo liegt es denn? Heilt das Maultier. Und warum wurde der jetzt weggebrisselt? Gut. Mach das mal weg, diese Eulenbrutzelviecher hier, die nerven total ab. Die will doch keiner haben. Sammelt mal das Zeug ein, wäre das nicht. So welche hier. Ja, ich hab schon wieder keinen Mana mehr. Merrick meine ich gar nicht. Mein Z natürlich. Z hat fast kein Mana mehr. Das ist ganz ungewöhnlich. Unser alter Kumpel Z. Gut, jetzt haben wir die auch wieder. Das irgendwie ist immer das Standardprozedere bei mir, ne? Welche Gegner kommen, mach sie kaputt, sag gut und dann geht's weiter. So läuft irgendwie die ganze Zeit. Aber ja, hey, was soll's? Solange es funktioniert, oder soll ich noch nicht aus dem Hals raushängen? Kann ich das ja weiter tun. So, das Mold hier. Mal kurz das Kärtchen angucken hier. Zack, da brisselt schon wieder irgendwas. Aber warum? Hallo, geh doch da nicht unbedingt so nah ran. Du alter Katastrophen-Heinz. Hier, das wäre. Hau drauf da. Und jetzt runter. Runter und Action machen. Diese euren Viecher nerven hier so dolle. Fängt sind hier doof. Also als Gegner haben. Ich habe nichts gegen potenzielle Fernkämpfe. Genau, trink mal schön was Zwerg und das Zwerg ist starker Alkoholiker. So viel wie der trinkt gerade. Oh Gott, was ist hier nur los? Aber wenigstens ergreift der volles Fund die Initiative. So, ich lasse ihn jetzt trotzdem mal sterben, denn dann wird so viel mal alles so viel Tränke weg. Ja. Der ist ja nur am Fressen. Heil mal den Kerl. Okay. So, das muss jetzt nochmal sein. Von wo kommt denn überall dieses Gebrissel? Das ist ja echt ätzend. Das ist ja überall. Richtig, richtig nervig. Dahin. Sammeln. Die sind ja echt anstrengend. Naja, immerhin geht sie jetzt mal voran. Das ist ja auch ätzend. Das Viech wird einfach mal gekonnt ignoriert. Butze, Butze, Butze. So, da sind wir hin. So, was machst du, Heinz? Oh, da war eingefroren, das ist gemein. Gewachstes Leder. Schön. Oh, hier kommen noch mehr von den Britzelviechern. Von den Britzelviechern. Ne, das ist schon wieder gar nicht gut. Oh, da muss ich doch mal husten, tut mir leid. Oh ja, vielleicht die Kristalle hauen hier. Das ist sehr spannend. Zwischendurch tatsächlich mal schon, aber in der Regel nicht. Ich habe das Gefühl, da sind wir schon wieder keine Ende mehr. Kein Ende. Nicht keine Ende. Oh ja, da kommt die gewohnte Qualitätstruhe wieder zum Vorschein. Alles für nichts, also für nichts Verwertbares, natürlich für Erfahrung schon.
So präventiv irgendwas trinken hier. Hatte ich eigentlich nicht vor, aber ist ja egal. Ja, man sieht leider nicht, also man sieht schlecht, wo man nochmal hingehen könnte. Ich höre sogar Geschepper. Das heißt, irgendwer muss doch hier Randale machen, oder nicht? Was ist es eigentlich, wenn ich hier... Da war was. Typ! Schön, der ist weg. Haben wir hier noch gar... Ich wollte doch gerade sagen, hier war das, wo ich das geöffnet habe. Oh, ich bin verwirrt, Leute. Ich bin verwirrt. Maultier, was sagst du dazu? Gib mir mal einen Tipp. Okay, das hilft mir auch nicht weiter. Der nicht vorhandene Tipp, das Maultier. Wand. Okay, so muss es hier doch mal weitergehen, oder nicht? Hätte ich jetzt mal vermutet. Ja, das sieht hier ganz gut aus. Ja, hier geht's runter. Das gefällt mir schon mal. So, den muss ich mal dran. Und dann mal doof hier. Auf die Viecher, die Crocs. Also ich bin erstaunt. Hatte anfangs das Gefühl, dass ziemlich viele Charakterdesigns recycelt werden. Aber jetzt so die letzten. Ich wollte gerade sagen, die letzten Tage, also kann man ja schon sagen, die letzten Tage, also die letzten Male spielen, die letzten Folgen, da sind uns noch verhältnismäßig viele verschiedene Gegnercharaktere immer noch entgegengekommen. Also normalerweise werden die ja dann mit dem späteren Spielverlauf her so repetitiv, also tauchen halt recht häufig auf, wenn man die gleichen gehört, irgendwie in einer anderen Farbe oder sowas, keine Ahnung, so ein Kram halt. Aber hier haben sich dann doch immer bemüht, auch im späteren Verlauf. Mach doch mal hier den Zauberer mit. Und ihr könnt doch nicht den Zauberer einfach angegriffen lassen haben. So. Also der darf gerne angreifen. Aber der sollte nicht angegriffen werden. So wollte ich das mal. Greifen jetzt direkt den Großen an. Habe ich auf den Großen getroffen? Natürlich. Na, na gut. Dann sollte es wohl so sein. Alter, Leute, was lassen Sie denn hier fallen? Bin ich ja fast schon dazu gezwungen, die anderen Sachen mal wieder einzusammeln. Oh. Solide. Ich muss sagen, also meine ursprüngliche Planung für diesen Abend war ja noch ordentlich schön ein paar Folgen aufzunehmen. Aber so sehr müde, wie ich jetzt gerade schon bin, war ich zu bezweifeln, dass ich überhaupt noch eine weitere Folge schaffe. Also ich gehe schon fast davon aus, dass das hier meine letzte Folge für diese Aufnahmesession sein wird, was allerdings sehr wenig wäre. Letztes Mal, wo ich aufgenommen habe, war es dann wenigstens mal 6 Folgen oder so. Aber diese Runde hier heute, die ist anstrengend. Also was ist anstrengend? Ich bin einfach nur müde. Denke ich. Und da hier dann halt auch. Das macht es natürlich nicht einfacher. Dieses Spiel ist ja nur auch nicht so sehr abwechslungsreich, auch wenn die Gegner mal anders aussehen oder so. Aber im Großen und Ganzen. Ich meine, gut, das ist ein Rollenspiel, ne? Von daher nicht verwunderlich. Da ist das ja meistens so. Aber du machst halt hier nicht viel Verschiedenes. Du brauchst aber die Leute kaputt. Läufst durch welche Höhlen, musst Riesenspinnen töten, das ist Standard, das gehört dazu. Schön. Immer das schön, die Sachen fallen hier, wir werden von irgendwen angekotzt. Wir beworfen. Hubert hat gerade an Stärke gewonnen. Na, ein starker Kerl. Das Werk wird schon wieder angekloppt. Dass der mal noch gehen muss, verstehe ich auch nicht. Läuft mal vor. Ich achte mal nicht so richtig drauf.
Komm, weg damit. Na, geht doch. Hier ist immer noch einer rumkotzen. Von wo? Von irgendwo da drin. Da, Angriff! Zurück und mach den kaputt. So, jetzt könnt ihr immer noch hier alles zerstören. Ja, und was hier halt so, das Klopfen, wie gesagt, einerseits so monoton, andererseits ist auch recht einfach gemacht, außer dass halt die Zauberer zwei Zauber nutzen können. Ja, man könnte relativ mit jedem Charakter alle. Oh, das ist ein guter Bogen. Man könnte ja mit jedem Charakter alles lernen, ein bisschen. Mal einen Nahkampf machen, mal einen Fernkampf machen, ein bisschen Magie anwenden. Das wollte ich gerade gar nicht, ist egal. Aber ich dachte mir, es ist am sinnvollsten, zumindest für mich, wenn ich mich auf eine Klasse konzentriere. Jetzt nicht anfangen mit Hubert hier noch einen auf. Na, so. So, Zauberer zu machen zum Beispiel. Das wäre ganz witzig, weil so Endzauberer. Das wäre cool. Also wenn er so seine Sachen verzaubern könnte, so mit Boos, Feuerschaden oder sowas, das wäre ganz witzig. Aber an sowas denke ich jetzt momentan natürlich noch nicht. So, mach den mal weg. Und das machen wir auch noch kaputt. Mach's kaputt. Und jetzt das wie hier. Tun mal schön drauf. So, es geht doch schon wieder langsam Richtung Folgen. Was ich momentan nicht so gut. Ich freue mich natürlich, wenn ihr alle mal vielleicht zuguckt. Aber mich momentan gerade recht freut, dass die Folge langsam Richtung Ende geht. Ich bin doch recht ausgelaugt. Was ist das denn da? Krieger? Ist das andere noch? Ach komm, die schnappen wir uns noch. Ach ne, die haben sich irgendwie komisch zusammengerottet gehabt. Na, die schnappen wir uns noch. Wenn wir denn damit fertig sind, dann machen wir für heute Schluss. So, komm schon. Björn, trink. Oh, da hinten liegt noch eine Truhe. Die kann ich natürlich gerne mal mitnehmen. Oh man, der hat aber. Sind wir alle auf den Zwerg draufgegangen hier, das ist ja schlimm. Warum muss er eigentlich heilen? Das ist totaler Quatsch. Er ist doch der hier am wenigsten Mana hat. So. Sammeln. Genau, die haben alle alles noch auf einen Punkt nochmal konzentriert, alles gefunden, was sie sonst immer hatten. So. Gut. Ich merke, ich rede absolut Blödsinn. Nein, ich habe keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Das ist irgendwie komisch. Ich fühle mich müde. Jetzt gedacht. So. Aber trotzdem, ich bin meiner alten Gewohnheit treu. Ich gehe jetzt nochmal eben das Inventar durch. Großschwert für Stärke 26. Ernsthaft, wie soll ich das denn schaffen? Ich meine, Hubert ist ja schon bei 23, das ist ja schon mehr als genug. Aber trotz alledem, also, 26, das wird ja niemals tragen können, auf die Schnelle. Gewachstes Leder, weiß gar nicht, ob das irgendwer noch gebrochen hat, muss ich gerne mal gucken. Sonst ist hier aber nichts weiter unverändert, hier Mana-Tränke haben wir noch, Mana. Gehen da mal rüber und auch ein paar zu unserem werten Kumpel da unten. Den Merrick. So, einmal sortieren. Schön. Hier ist auch nur ein kleiner Mana-Trank gelandet und ein Dolch. Eine Sense für Stärke 18. Was hast du? Stärke 20. 32 bis 45. Ist die wahrscheinlich besser? Ja, die ist besser. Oh, Stärke 20 hat er ja nur. Hat er vorher noch nicht gehabt. Rüstungspunkte 12. Ja, so hat er mehr Rüstungspunkte, okay. Gucken, ob er den noch irgendwer anders tragen kann, gleich vielleicht. Oh, was haben wir hier noch so schönes?
Neuartiger Lehmfetzen? Aha, das ist interessant. Rüstungspunkte, Gesundheitspunkte, Mana-Punkte und Nahkampffähigkeiten. Gut, okay, das ist relativ Quatsch. Intelligenz 11. Was hast du hier noch gehabt? Rüstungspunkte, Gesundheitspunkte. Aber nein, besser jeweils, ne? Aber Mana-Punkte dafür. Mana-Punkte hat er nicht. Komm, die kriegt er jetzt hier. Was haben wir hier noch? Stärke 16, Fernkampfschaden reduziert und Gesundheitspunkte. Was hast du hier für ein Schild? Rüstungspunkte, Gesundheitspunkte. Rüstungspunkte. Und du hattest Geschicklichkeitspunkt. Geschicklichkeitspunkt? Warum? Nimm die Leben. Robert. Leben sind wichtig. Was hast du hier? Nahkampffähigkeitspunkt hinzu? Das brauchen wir nicht unbedingt. Was hier? Fernkampffähigkeitspunkt? Na. Bogen der Zuflucht. Haben wir da Stärke 12, Geschicklichkeit 16. Gesundheitspunkte hinzu und Mana-Punkte ab. 33 bis 51. Was hat sie denn für einen Bogen? Einen besseren. Gut, okay. Zur Stärke 15 mit Gesundheitspunkten. Für immer noch keiner von unseren anderen Leuten ist Stärke 15. Wahrscheinlich du, wohl kaum. Oder so wenig wie du. Wobei du bist 14 immerhin bald. Das ist ja schon mal erstaunlich. Braucht noch irgendwer Rüstung auf dem Kopf? Rüstung auf dem Kopf. Rüstung. Rüstung, Rüstung. Gucken hier, der Kerl. Dadurch mehr oder weniger Rüstungsklasse? Einen mehr. Wahnsinn. Dafür sieht er so richtig blöd aus. Aber ist egal. Das bringt nicht viel. Das bringt auch nicht viel. Bin ich jetzt irgendwas übergangen? Bestimmt. So, egal. Kampfzauberschaden zu. Ui, das ist sogar nicht so schlecht. Chance abzuwehren. Blitzschadenspunkte hinzu. Achso, schadensmäßig allgemein. Intelligenz 20. Intelligenz 21. Schaden. Boah, das sind sich fast gar nichts mehr. Fernkampffähigkeitspunkt brauche ich eigentlich nicht. Fernkampf. Okay, das ist gar nicht so verkehrt. Das mache ich doch mal. Oh, guck mal, das leuchtet auch so schön. Ist doch klasse, sieht doch schön aus. Haben wir schon geguckt. Hier, das solltest du anziehen. Genau. Schild, ein Stück nochmal ein Schild. Brauchen wir wirklich nicht. Aber egal. Egal. Nö. Mana-Tank, Mana-Tank. Guck mal hier, das ist noch Mana-Tank. Ich sag noch Mana-Tank. Lebenstrank, der Heinze hier, der frisst hier mit Abstand am meisten. Und sie wieder rein. Und dann würde ich sagen, haben wir jetzt aber mal genug geguckt und ich werde mich jetzt zur Ruhe legen. Das hat irgendwie heute nicht so optimal, würde ich sagen. Was haben wir denn hier noch? Liegt da noch was rum? Oder war das noch was anderes? Ich weiß es nicht. Aber wenn wir es auch in der nächsten Folge herausfinden. Ich sage an dieser Stelle mal vielen Dank fürs Reinschauen. Und dann bis zur nächsten Folge. Dann hoffentlich fit und munter. Und bereit für ein bisschen mehr als nur irgendwo hinlaufen, weil wir hier komische Sachen reden. Und die Folge beenden. Also bis dahin. Vielen Dank fürs Reinschauen. Und macht's gut. Tschüss.